Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder der Aldi Online-Shop mit dem High-End-Gaming-PC Engineer X20 für 1.999 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuallererst sei gesagt, das Ding wird am 31.03. released um 7 Uhr. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Teil innerhalb von 2-3 Minuten weg ist. Fragt mich nicht warum, ich finde den gar nicht mal so pralle. Preislich gesehen ist er bestimmt interessant, ja. Aber, nee. Also ich kann jetzt schon vorweg sagen, das Gehäuse ist nichts, die Wasserkühlung ist nichts, ja. Aber wer sie sich unbedingt kaufen möchte, muss dann schnell sein. Also wirklich morgens um 7 Uhr Online-Shop schon am besten eingeloggt sein und dann direkt kaufen, weil sonst ist er halt weg. Ich zeige auch gleich noch eine Alternative, die sogar noch ein bisschen leistungsstärker ist. Schauen wir uns erstmal das Bild an. Das ist halt einfach nur das Gehäuse, beziehungsweise man sieht ein bisschen die Wasserkühlung, ja, aber das war's dann auch. Das ist halt ein InWin 301 Gehäuse, was ein bisschen umgemodelt worden ist. Die Front sieht ein bisschen anders aus, so Medion-typisch. Das ist jetzt nichts Besonderes, es wird aber nichts gezeigt, was irgendwie nicht leuchten sollte. Zum Beispiel irgendwie RAM oder so, was auch immer. Ist auf jeden Fall kein Fake. Kommen wir direkt zu den technischen Daten. Hier haben wir einen Intel Core i7-12700K Prozessor drin. Der hat eine TDP von 125 bis 190 Watt, 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, 16 Threads auf dem Performance Kern und 4 Efficiency Kerne. Ich sage es immer wieder in meinen Videos, es ist einfach so, wenn ihr jetzt YouTube-Videos guckt oder Office-Arbeiten macht, dass dann nur die Efficiency-Kerne benutzt werden, dementsprechend die Abwärme nicht so hoch ist und auch die Performance nicht so ausgereizt wird, der Stromverbrauch und ähnliches. Und sobald ihr dann zockt bzw. streamt, was mit dem Prozessor auch möglich ist, dann schalten sich die Performance-Kerne dazu. Das ist natürlich die aktuellste Generation von Intel, danach kommt zum Beispiel noch der 12900K, der aber totaler Quatsch ist, das ist für Enthusiasten. Also der 12700K ist schon ein guter Prozessor, unterstützt offiziell DDR5 4800MHz bzw. DDR4 3200MHz. Ihr könnt ihn auch ein bisschen schneller betreiben. DDR5 5600MHz von mir aus oder DDR4 3600 oder ähnliches, das funktioniert schon. Das ist natürlich das, was Intel offiziell unterstützt. Wie gesagt, spielt ihr mit dem Gedanken, mit dem System zu streamen, ist es auf jeden Fall damit möglich. Und er kostet 398 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir den Nvidia GeForce RTX 3070 LHR. Das ist soweit eine gute Grafikkarte. Es gibt natürlich stärkere 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. Wobei die 3090 eigentlich nur mehr VRAM hat gegenüber der 3080 Ti. Also mehr Leistungszuwachs ist da eigentlich nicht. AMD hat auch noch ein paar Karten. Die schafft natürlich AAA-Titel, aber ihr könnt es nicht erwarten, da in 4K 144 Hertz bzw. FPS rauszurotzen. Das funktioniert nicht. WQHD-Gaming und so ist damit natürlich möglich, auch auf hohen Details. Wir haben zum Beispiel aber die Erfahrung gemacht, wir haben eine 3070 Ti hier im Haushalt. Da kommen wir später auch noch zu, weil die Alternative hat eine 3070 Ti. Das ist nur eine 3070, dass selbst Far Cry 6 auf, sag ich mal, WQHD nicht die 144 FPS schafft. Das ist halt einfach so. Wir wissen natürlich nicht, ob es jetzt eine Manli ist oder so. Meistens verbauen sie Zotac. Ja, dass ihr da Bescheid wisst. Also ihr werdet wohl keine Asus kriegen, gehe ich nicht von aus. Wobei die leistungstechnisch natürlich relativ gleich sind. Man muss das dazu sagen, die Kühllösung ist meistens anders. Meistens haben sie auch noch so ein bisschen OC da drin, so 2-3%. Brauchen wir aber nicht drüber reden. Und die kostet 749,95 Euro bei eBay. Dann bekommen wir ein Gigabyte Z690M Aorus Elite AX Mainboard. Ja, es ist natürlich wieder MicroATX. Ich bin da kein Freund von. Es ist nicht schlecht, keine Frage. Es hat auch WLAN und Bluetooth und alles, aber MicroATX, naja, ist auch dem Gehäuse geschuldet, weil das Gehäuse lässt nur MicroATX Mainboard zu. Das heißt, später, wenn ihr da irgendwie noch ein besseres Board reinbauen wollt, was womöglich noch ATX ist, braucht ihr gleich ein neues Gehäuse. Das Teil hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die SSD rein, hier unten könnt ihr noch 2 weitere SSDs erweitern, hier die Grafikkarte und eventuell könnt ihr noch eine Capture-Karte oder ähnliches einbauen, wenn ihr das möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, dann noch Mikrofon, Eingang, Kopfhörer, Ausgang, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1 mit USB-C 3.1 auch noch dabei, DisplayPort, HDMI werdet ihr nicht benutzen, weil ihr halt eh über die Grafikkarte das Bild zieht.
WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss und viermal USB 2.0. Alles in allem ist es ein gutes Board. Ich bin halt einfach kein Fan von Micro-ATX. Es ist halt von den Erweiterungsmöglichkeiten immer sehr begrenzt. Wenn man jetzt ein ATX daneben stellt, kommen wir gleich auch noch zu, haben wir nämlich eine Alternative drin. Und das kostet 238,96 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir hier eine 1 TB PCI Express SSD und eine 1 TB HDD. Da wir schon öfter solche Aldi-Systeme hatten, wissen wir ungefähr, was drin ist. Das könnte jetzt in dem Fall die Samsung OEM Client SSD PM9A1 sein, 1 TB, hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde. Die ist natürlich scheiße schnell. Die ist qualitativ auch in Ordnung. Nur wer braucht sowas? Da stellt sich immer so die Frage, weil 7000 MB die Sekunde in Lesen. Ich kenne jetzt kein Spiel, was 7 GB die Sekunde in den RAM-Speicher lädt oder in den Grafikkartenspeicher oder sonst irgendwas. Also es hätte auch eine größere sein können, meiner Meinung nach, die dann einfach ein bisschen langsamer ist. Weil für den Preispunkt bekommt ihr fast schon 2 TB. Ja, müsst ihr noch ein bisschen drauflegen. Aber ob man es jetzt braucht, ist schön, dass sie drin ist, aber es hätte nicht sein müssen, klar. Und die kostet 133,98 Euro bei Mindfactory. Dann haben wir hier noch die 1 TB HDD, das kann irgendeine sein. Toshiba oder von mir aus auch Seagate oder sowas. 1 TB zum Auslagern ist natürlich auch ganz nice. Bei einem Preispunkt von 2000 Euro haben wir 2 TB Speicher. Finde ich auch okay. Ich halte mich jetzt so ein bisschen an diese Faustformel, die ich mal in den Kommentaren gelesen habe. Pro 1000 Euro quasi 1 TB. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber gut, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ist ganz nice, dass sie drin ist. Und die kostet 32,96 Euro bei Mindfactory. Als RAM-Speicher bekommen wir 32 GB Kingston Fury RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3200 MHz. Wir haben hier Dual-Channel-RAM, das ist schon mal gut. 2x16 GB, in der Preisklasse finde ich das wirklich in Ordnung. Der ist RGB beleuchtet, qualitativ auch in Ordnung, habe ich noch nichts Schlechtes drüber gehört. 3200 MHz ist jetzt so ein Thema. Ja, der Intel-Prozessor unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Damit sichert sich Aldi quasi ab, beziehungsweise Medion, weil würden sie jetzt 3600er einbauen und der würde nicht richtig laufen, können sie Intel nicht dafür haftbar machen. Bei 3200 geht das halt. Wenn das nicht laufen würde, könnten sie zu Intel sagen, hey, euer Prozessor, der packt das nicht, obwohl es offiziell so angegeben ist. Ich hätte 3600er besser gefunden. Hab dann noch ein bisschen mehr Leistungszuwachs, 2-3% oder so, aber es sind halt nur 10 Euro Unterschied, wenn ihr 3600er genommen hättet. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schade. Aber ansonsten ist der in Ordnung. Und der kostet 143,51 Euro bei Mindfactory. Als Wasserkühlung bekommen wir eine Cooler Master, Master Liquid ML120L Wasserkühlung. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Eine 120er AIO ist nicht geeignet für diesen Prozessor. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und das behaupte ich nicht nur, ich kann es auch noch belegen. Ich habe technische Daten dazu, beziehungsweise einer hat mal so ein Aldi-PC gekauft, genau mit dieser Wasserkühlung. Da war sogar nur ein 12600K drauf. Und der war so krass belastet. Also ich habe hier auch ein paar Bilder. Das ist das System an sich gewesen. Da ist auch diese Cooler Master drauf. Das ist auch ein Aldi-PC. Ihr seht, das Netzteil ist oben und so. Die beiden Lüfter, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Schön, dass sie dabei sind, aber das hilft halt dem Prozessor kaum. Ja, hier ist auch die Zotac-Grafikkarte. Bei dem Netzteil, da sehen wir es jetzt noch nicht, aber das wird auf jeden Fall noch ein Seasonic sein. Das ist auch okay, das wollte ich nochmal dazu sagen. Es geht aber mir erstmal um die Kühlung. Es ist alles sehr eng, was bei MicroATX halt nun mal so ist, wenn man ein kleines Gehäuse dafür nimmt. Wer ein kleines Case haben will und so ein System sich da hinstellt, ist das okay. Ich bin Fan von großen Gehäusen. Könnt ihr mehr Lüfter einbauen, besser Airflow und so weiter. Und zwar hat der mit OCCT wirklich mal alles auf 100% ausgelastet. Das ist natürlich jetzt nicht so realistisch. Wenn ihr jetzt hergeht, zum Beispiel einfach nur ein bisschen zockt und so, ist das okay. Wenn ihr natürlich streamt und rendert und so, dann ist das schon realistisch, weil ihr dann den Prozessor gut auslastet. Vielleicht nicht 100%. Aber so 90% Auslastung oder 80% ist da auch keine Seltenheit. Und dann haben wir hier entsprechend die Benchmark-Ergebnisse. Und das war, wie gesagt, mit einem 12600K, kein 12700K. Und selbst der erreicht mit dieser Wasserkühlung schon 100 Grad. Hier unten sogar 101 Grad und er geht schon ins Thermal Throttling. Das heißt, der Prozessor taktet sich runter, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten. Und halt nicht irgendwie einen Defekt zu erleiden. Deswegen, ich finde die auf jeden Fall zu wenig. Wie gesagt, das ist ein 12600er. Wir haben hier einen 12700er, der noch mehr Abwärme hat. Nee, geht überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe auch immer sehr viel Zuspruch erhalten in den Kommentaren, dass das echt zu wenig ist. In der Alternative haben wir einen 360er, werde ich euch gleich noch zeigen. Also kurzum, halte ich davon nichts. Ein 12400er, den hätte man damit vielleicht noch kühlen können, aber ein 12700K vor allem, also über Takten oder so, ist da überhaupt nicht drin. Und die kostet 57,38 Euro bei DigiExpert. Dann haben wir hier klar Wi-Fi 6 Gigabit mit integrierter Bluetooth-Funktion, also dem Mainboard geschuldet, genauso wie der Netzwerkanschluss, auch der Audioanschluss vom Mainboard. Beleuchtetes Glasdesign von Invin. Ja, das ist halt das Invin 301. Unterstützt maximal Micro-ATX, keine Lüfter vorinstalliert. Gut, die packen welche rein, klar, aber ich finde das Gehäuse irgendwie für 100 Euro ist das nichts. Da kriegt ihr bessere, ein Corsair 4000D zum Beispiel, ein Airflow, das bekommt ihr dafür. Also ich finde es nicht so geil, vor allen Dingen, weil das Netzteil halt oben eingebaut wird und so. Nee.
die sollen da echt mal umschwenken. Ich weiß nicht, was die für einen Vertrag mit Inven haben, was das angeht, aber oder ob sie die günstig eingekauft kriegen, würde mich nicht wundern bei so einem Case. Finde ich nicht so geil und kostet 99,90 Euro bei CaseKing. Was hier jetzt nicht dabei steht, ist das Netzteil. Es wird ein 750 Watt von Seasonic sein, haben sie schon sehr oft verbaut. Und zwar ist das Seasonic Focus GX 750 Watt ATX 2.4, hat 10 Jahre Garantie, ist vollmodular, ist schön, klar. Es kommt ja eh fertig gebaut zu euch nach Hause. Wenn ihr irgendwann umbaut, ist es geil, dass es modular ist. Ich schätze, dass das da drin sein wird. Wie gesagt, sie haben es öfters verbaut. Kann auch ein anderes sein, aber 750 Watt ist auch okay für dieses System. Das hat ungefähr eine Leistungsaufnahme unter Volllast so 530 Watt ungefähr. 530, 550 Watt. Das heißt, ihr habt sogar noch ein bisschen Luft. Das ist natürlich auch für die Effizienz ganz gut, wenn es nicht voll ausgelastet ist. Sagen wir jetzt mal, ihr habt nicht alles auf 100% ausgelastet, sondern zockt so ganz normal und streamt auch nicht und so. Dann seid ihr so, sag ich mal, bei 350 Watt Auslastung und das ist dann okay. Also schön effizient bei 50%. Ist auch Gold zertifiziert und so. Ja, das passt. Und das kostet 93,87 Euro bei Mindfactory. Software ist Windows 11 Home. Ja, ob es jetzt Windows 11 Home oder Pro ist, spielt für euch erstmal keine Rolle. Klar, es gibt gewisse Unterschiede, die den normalen Gamer aber eigentlich gar nicht interessieren. Das kostet 95,96 Euro, bei meinem Partner deutlich günstiger. Ich bin immer so der Fan von Windows 10 noch. Ich habe selber auch noch Windows 10, ihr seht es ja hier quasi auf dem Monitor, ja. Windows 11 ist halt immer noch ein bisschen instabil, was Treiber und Spiele und so angeht. Also die meisten Sachen laufen, klar, auch unter Windows 10 auf jeden Fall zuverlässiger. Windows 11 wird hier genommen, weil eben die Performance- und Efficiency-Kerne von Intel dann besser angesteuert werden können. Windows 10 kann damit auch umgehen, allerdings nicht so gut wie Windows 11. Dann bekommen wir Microsoft 365 kostenlose 30-Tage-Testversion dazu, deinstalliert ist. Wenn ihr es nicht braucht, deinstalliert es. Wenn ihr das abonniert nach 30 Tagen, kostet Geld und da sind die drauf aus. So ist es halt. Ihr kriegt noch McAfee LiveSafe dabei, kostenlose 30-Tage-Testversion ist auch Quatsch. Windows Defender macht einen guten Job. Hier müsst ihr auch nach 30 Tagen dann Geld bezahlen, ist kacke. Lieferumfang ist an der PC, eine kabelgebundene Maus, die habe ich jetzt weggelassen. 5 Euro kostet die vielleicht im Einkauf. Netzkabel, Garantiekarte ist okay. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2015,60 Euro. Das System soll kosten 1999 Euro. Da seid ihr sogar etwas günstiger als Selbstbau. Das sind natürlich auch Preisschwankungen, was die Grafikkarten und so angeht. Also die Aldi-PCs früher, sag ich mal, waren Schnapper vor ungefähr einem halben Jahr oder so. Jetzt mittlerweile gleicht sich das fast an den Selbstbau an. Das ist natürlich keine Abzocke oder so, das ist okay. Konfigurationstechnisch ist es mit dem RAM, Prozessor und Board, ja, okay. Die Wasserkühlung, das Gehäuse ist halt nichts. Ich würde es deswegen auch nicht kaufen. Ihr werdet Probleme kriegen mit den Temperaturen, ihr habt die Bilder eben gesehen. Klar, das war ein Auslastungstest, aber wenn ihr wirklich denkt, hey, jetzt 2000 Euro ausgeben, eine Streaming-Maschine. Nee, echt nicht. Ich zeige euch jetzt auch die Alternative und warum ich das sage. Und nein, die Alternative ist diesmal nicht bei Dubaro, sondern bei Krotus. Und zwar war es so, wir saßen abends mal so ein bisschen im Call mit den ganzen Beratern. Krotus war auch dabei, der Geschäftsführer, der Christian war das. Und da habe ich dann gesagt, weißt du was, ich will über diesen Aldi-PC ein Video machen. Was würdest du denn für 2000 Euro zusammenstellen? So, und da hat er so ein bisschen geguckt, gemacht, getan. Und dann haben wir noch so unseren Senf dabei gegeben, was wir vielleicht noch machen würden. Das ist kein PC-Check-PC. Ich kriege dafür nicht einen Cent, gar nichts. Auch nicht für Werbung, sage ich mal. Ja, das ist ja keine Werbung, ich zeige nur einen Vergleich. Ich kriege da wirklich nichts von ihm. Nur er hat halt gesagt, weißt du was, ich stelle dir mal eine Alternative zusammen. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Und ich denke, die ist ganz gut gelungen. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ihr könnt auch gucken, ob ihr dann diese Config bei Dubaro oder so kriegt oder Agando. Mir ist das egal. Ich packe euch die Geizhalslisten da rein. Ihr könnt das 1:1 auch bei CSL und so nachstellen. Vielleicht landet ihr wirklich irgendwo noch günstiger. Aber ich finde, das ist schon ein ziemlich guter Deal. Zu dem Bild sei gesagt, ist natürlich nur das Gehäuse mit den RGB-Lüftern, die sind auch wirklich da drin, das stimmt soweit, hat eine Mesh-Front, also das heißt, der Airflow ist gut gegeben, nicht wie bei dem Invin, ja. Wir gehen jetzt auch direkt in den Konfigurator, da sehen wir die ganzen technischen Daten. Also, was das Gehäuse angeht, haben wir den Silentium PC Signum SG1V Evo TG ARGB. Ja, optisch ist es nicht mein Fall, ich muss so sagen, wie es ist, aber es ist ein großes Gehäuse, es passt ein Full-ATX-Board rein, ihr habt 4 RGB-Lüfter mit eingebaut, ja, 3 Stück in der Front, einer hinten, heißt Airflow ist gegeben, wie ich eben schon gesagt habe, kalte Luft wird vorne reingezogen, die warme Luft geht hinten raus oder eben auch über die Wasserkühlung, die hier drin ist, kommen wir gleich noch zu. Was das Kabelmanagement und so angeht, kann es euch natürlich irgendwo am Arsch vorbeigehen, ich hatte es noch nicht zu Hause, ich habe es noch nicht verbaut, wie es Kabelmanagement ist, wie gesagt, ihr kriegt es ja eh fertig, bei diesen 2000 Euro ist der Zusammenbau schon mit drin, deswegen kann es euch vielleicht auch irgendwo egal sein. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Case nehmen. Wenn ihr sagt, ihr habt noch 50 Euro übrig oder was, nimmt ein anderes von mir aus. Und das kostet 74,90 Euro bei Alternate. Dann bekommen wir den Intel Core i7-12700KF. Der Unterschied zu dem anderen PC ist einfach, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Leistungstechnisch sind die gleich. Ihr braucht die auch nicht unbedingt, weil ihr halt eine Grafikkarte habt. Und das ist nur interessant, sagen wir jetzt mal,
Grafikkarte geht kaputt und ihr wollt noch unbedingt ein Bild ziehen übers Mainboard. Ja, dann könntet ihr beim Aldi-PC das machen. Nur wirklich brauchen tut man es halt nicht. Wir haben hier die Wahl, der ist 10 Euro billiger, ja gut. Technische Daten sind relativ gleich, auch die TDP und so. Und der kostet 388,77 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir hier einen Gigabyte Z690 Gaming XDDR4. Das ist ein Full-HD-X-Board. Und es sieht auch noch gut aus. Also ein großes Board in einem großen Gehäuse. Ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten als bei dem anderen, weil das hier hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt ein SSD rein, hier könnt ihr noch bis zu 3 weitere einbauen. Hier die Grafikkarte und hier unten noch eine Capture-Card oder eine WLAN-Karte. Das ist halt dieser Wermutstropfen. Wir haben hier kein WLAN und Bluetooth. Ihr könnt euch natürlich für 10 Euro so einen WLAN-Bluetooth-Stick kaufen oder eine PCI-Express-Karte. Die sind meistens ein bisschen teurer, so 20 Euro rum. Dann könnt ihr das quasi damit nachrüsten. Ich finde es optisch auch einfach besser. Dieser großen Kühlplatte hier drauf, RGB-Beleuchtung und so. Dann hat es noch Toslink, Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1, USB Typ C 3.1, HDMI, DisplayPort, werdet ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, und viermal USB 2.0. Also ich finde es besser als das Aorus Elite, das kleine. Das hier finde ich echt okay. Das könnte sogar in mein nächstes System wandern. Ich plane jetzt so langsam auch auf den 12700K zu gehen und das wäre vielleicht ein gutes Board dafür. Ich habe mich aber noch nicht festgeschrieben. Kann auch ein Asus Board oder so werden. Nur das wäre so in meiner engeren Auswahl. Und das kostet 199 Euro bei Mindfactory. Und jetzt kommt die Mehrleistung. Wir haben hier eine Nvidia RTX 3070 Ti 8 GB. Die 3070 Ti ist natürlich leistungsstärker als eine 3070. Die FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir wissen auch hier nicht, welche wir bekommen. Ich habe den Zotac genommen, die war am günstigsten. Er sagte, er verbaut wohl Manli und KFA2, die waren aber utopisch teuer, die kostet irgendwie 1200 Euro oder so. Da kriegt er die im Einkauf natürlich ein bisschen günstiger, das ist klar. Wir nehmen jetzt hier die Zotac. Wenn euch der Unterschied zwischen 3070 und 3070 Ti interessiert, wie gesagt, ich poste es in die Videobeschreibung rein, aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Mehrwert. Die sind natürlich alle nichts Besonderes. Eine Zotac bei Aldi ist auch nichts Besonderes. So eine Asus oder so, oder eine Strix, also eine Asus Strix oder ROG oder wie auch immer, die sind natürlich, sehen geil aus, ne? Ist klar. Und die haben eine bessere Kühlleistung, aber die reicht zum Zocken natürlich auch völlig aus. Und die kostet 829 Euro bei Jakob Elektronik. Dann bekommen wir Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB DDR4 3600 MHz. Auch hier wieder mehr Leistung. Es sind auch 32 GB. 2x 16 GB RGB-Beleuchtung, ja, haben wir bei dem anderen auch, aber 3600 MHz. Gibt euch einen Leistungssprung von, sag ich mal, 3%. Aber hey, er ist da. Und das ist ein Unterschied von vielleicht 10 Euro, wenn wir jetzt beim Corsair Vengeance, sag ich mal, 3200er nehmen würden. Deswegen finde ich ganz gut, dass er da drin ist und passt auch so zum System. Und der kostet 144,90 Euro bei Alternate. Als SSD bekommen wir eine Crucial P2 1TB M.2 PCI Express SSD. Die ist natürlich deutlich langsamer mit 2400 MB die Sekunde im Lesen und 1800 MB die Sekunde im Schreiben. Aber mehr brauchen Gamer auch nicht. Wenn ihr jetzt natürlich tagtäglich Terabytes an Daten hin und her schaufelt, ja bitte, dann nehmt den Aldi-PC, aber die reicht zum Zocken dicker aus. Ganz dicke. Ihr seht es ja auch am Preisunterschied, die eine hatte glaube ich so um die 130, 140 Euro und die hier kostet jetzt 84,55 Euro. Es gibt auch viele, die auf diese Karte schimpfen, ich weiß gar nicht warum. Für den normalen Gamer reicht es. Was ich dazu sagen muss, wir haben jetzt hier natürlich keine HDD. Wenn ihr unbedingt noch eine HDD haben wollt oder eine zweite SSD, konfiguriert sie euch nach. Klar, dann wird er wieder teurer. Wir wollten aber diesen Preispunkt treffen. Ich denke, das haben wir damit auch gut geschafft. Und die kostet 84,55 Euro bei T-Shop. Als Netzteil bekommen wir den BeQuiet Pure Power 11 700 Watt. Das hat anstatt 10 Jahre 5 Jahre Garantie. Ja, 80 plus Gold Standard hat das Seasonic auch. Es hat 50 Watt weniger, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil wie gesagt, das System verbraucht 530, 550 so um den Dreh. Das heißt, der Puffer ist auf jeden Fall noch da. Hat auch kein Kabelmanagement wie das andere Netzteil. Kann euch aber, wie gesagt, erstmal egal sein, weil das System erstmal fertig zu euch nach Hause kommt. Wenn ihr später was umbaut, dann ärgert ihr euch vielleicht ein bisschen, weil ihr die Kabel überall reinstopfen müsst. Das sage ich in anderen Videos halt auch. Aber so ist es hier jetzt halt. Und das kostet 82,87 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir aber zu Kühlung und Optik. Und hier haben wir eine Arctic Liquid Freezer 2 360. Ich habe die vor kurzem schon verbaut. Ich finde die sehr geil, die Wasserkühlung. Die haut auch geile Temperaturen raus. Wir hatten nämlich auch einen 12700er und eine 6900 XT mal hier zum Bauen. Die Grafikkarte ist jetzt erstmal egal, ich wollte es nur gesagt haben. Und die reicht auf jeden Fall für den Prozessor aus. Wenn ihr den übertaktet, wird es natürlich dann auch wieder ein bisschen eng irgendwann. Aber wenn ihr jetzt ganz normal streamt und zockt und so weiter und den einfach so belasst, reicht die Dicke. Alles andere geht dann schon in Richtung Custom Design und so, dass man eine Custom Wasserkühlung und so reinnimmt. Die ist natürlich nicht RGB beleuchtet, die gibt es auch als RGB beleuchtet. Zwar nicht bei ihm im Shop, aber so gibt es die. Wer darauf jetzt keinen Wert legt, großartig, weil es sind ja vorne schon drei RGB-Lüfter im Gehäuse drin, ist das in Ordnung. Leistungstechnisch
Richtig gute Wasserkühlung. Muss ich so sagen, wie es ist. Und die kostet 89,90 € bei ProShop. Bei Software und Garantie haben wir Windows 11 Pro 64-Bit. Wie gesagt, ob jetzt Home oder Pro, kann euch egal sein. Kostet 91,99 €, bei meinem Partner deutlich billiger. Ist aber halt mit dabei, finde ich in Ordnung. Das gleiche Thema mit Windows 10, was ich eben schon erklärt habe. Ich muss es ja jetzt nicht nochmal wiederholen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.985,88 €. Das System soll kosten 1.999 €. Das heißt, ihr seid ein bisschen über Selbstbau. Das sind aber auch diese Preisschwankungen, wie ich eben schon bei Aldi gesagt habe. Also wenn ihr ein System für 2.000 € sucht und ihr habt mit dem Gedanken gespielt, den Aldi-PC zu nehmen, lasst es lieber, nehmt lieber den hier. Oder nehmt euch die Config und sucht bei Dobaro oder Agando oder CSL oder One.de, wo ihr gerne wollt, ja, wo der Preis am günstigsten ist. Das soll hier absolut keine Werbung sein, nur ich finde das System besser als den von Aldi. Wollt euch eine Alternative vorstellen, hier ist sie. Ihr könnt natürlich einige Sachen noch ändern. Ihr könnt eine HDD dabei fummeln, wer jetzt Wert darauf legt, weil hier fehlt sie halt gegenüber Aldi, man muss es so sagen. Dafür ist die Wasserkühlung besser, die Grafikkarte ist besser, das Mainboard ist besser in meinen Augen. Das Netzteil ist dafür wieder ein bisschen schwächer, qualitativ aber nicht schlecht. Müsst ihr selber entscheiden. Wenn es nach mir ginge, nach meiner persönlichen Meinung, würde ich den nehmen, nicht den Aldi-PC. Allein schon wegen den Temperaturproblemen bei Aldi. Und die sind bekannt und sie machen es immer wieder. Sie nehmen immer wieder dasselbe Gehäuse. Sie nehmen immer wieder dieselbe 120er Wasserkühlung, obwohl sie wissen, dass die Temperaturen halt kacke sind. Und ich glaube den Leuten auch nicht, die in die Kommentare schreiben, ich habe keine Temperaturprobleme. Oder ihr zockt wirklich nur irgendwie Fortnite oder so. Ja, dafür reicht's. Dafür reicht's alle Male. Wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, sagen wir jetzt mal einen AAA-Titel zu streamen damit. Nee. Das wird nicht funktionieren. Mit dem hier schon, weil die Wasserkühlung und das Gehäuse halt dafür ausgelegt sind, dass die Komponenten nicht zu warm werden. Ja, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.